Hey meine Lieben, ich habe jetzt auch Feierabend, endlich den ganzen Tag für Rewe unterwegs gewesen, schöne Tour gehabt. Ja, ein Kollegen kam mir noch zu Hilfe, weil er zu viel wurde wegen der Demonstration, kam ich nicht gut durch. Ich will nicht viel voll quatschen, sondern wollte einfach nur vielen, vielen Dank sagen an alle, die heute demonstriert haben, wirklich, die aus Stuttgart extra mit Bussen angefahren sind. Ich habe die gesehen bei Facebook, viele Freunde von mir haben mobilisiert und ich sehe auch die ganzen Gruppen, ich sehe die ganzen Beiträge. KenFM hat ein schönes Video, also vielleicht schneide ich es jetzt hier mal rein, dass ihr. Es erfolgt eine Durchsage der Berliner Polizei. Es besteht keine andere Möglichkeit, als die Versammlung hier von der Polizei aufzulösen. Ich wiederhole Ihre Versammlung. Ich habe es ja selber bestimmt gesehen. Und ich kann es einfach nicht fassen, dass die offiziellen Medien wie ARD und ZDF was von 20.000 Teilnehmern quatschen, wo die uns denn völlig für blöd verkaufen? Denken die, hier sind wir alle dumm oder was? Ja? Von Siegessäule bis Brandenburger Tor war alles rammelvoll mit Menschen, plus Friedrichstraße. Ja, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, live, heute, 1. August 2020. Ja? Ich habe die gesehen mit Zeuge und alle anderen auch. So viele Menschen, fast keiner trägt eine Maske. Ich meine, ihr wisst, ich will euch nicht wieder volllabern, sondern Bilder als Beweise. Sagt alles, ja, was so viele Menschen demonstrieren. Ich sage so, nochmal jetzt für alle Betroffenen und meine Freunde und Sascha Reicher habe ich auch gerade gesehen, der hat auch gesagt, er möchte das nicht, dass die da Medien so eine falsche Berichterstattung machen. 2021 ist anscheinend unsere einzige Chance. Ja, alle Politiker, die aktuell an der Macht sind und diesen Schwachsinn hier, diese Wirtschaftskatastrophe, ja, wegen diesen erfundenen Virus, diese Pandemie, die egal. Also alle Politiker, die diese Verantwortung tragen für diesen Bullshit, den wir mit uns gemacht haben. 2021 möchte, dass sie abgewählt werden. Ja, ich meine, das sind Menschen auch, die können mal Fehler machen oder was, aber das ist, dieser Fehler ist zu groß. So viele meiner Freunde und Bekannte, wie ich nicht, Schloss Diedersdorf und so hat, die jahrelang hart gearbeitet haben, ihr ganzes Geld oder so sehr viel Geld verloren, ihre Arbeit verloren. Ja, aufgrund von Politikern, die anscheinend nicht in der Lage sind, normal zu denken. Und ich möchte das nicht. Ja? Und wir sind das Volk, wir sind 80 Millionen Menschen hier, ganz normale Bürger. Und wir haben Wahlrecht. 2021 möchte ich, dass einfach da Gerechtigkeit herrscht. Dass da ein Neuanfang gemacht wird. Ich werde grün wählen, aber das müsst ihr ja nicht. Ihr könnt ja auch irgendwas anderes schön wählen, was ihr halt wollt. Aber ich möchte jedenfalls nicht mehr, dass diese Politiker wie Jens Spahn oder wie Sicke, was die. Ja, immer wieder dieselbe Scheiße in die Kamera labern oder wie der Söder zum Beispiel, der immer wieder Maske tragen, Abstand halten, Pandemie, ist alles. Ja, ich möchte das nicht mehr. Bitte nicht, ich krieg Kotzen. Ja? So, deswegen. Danke nochmal an alle, die demonstriert waren. Wie gesagt, ich wäre auch gekommen, aber ich musste arbeiten. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht. Ich esse jetzt hier noch, bin noch einen Fisch geholt bei Kaufland zum Feierabend. Ist das da am Ofen? Auch da. Da. Und werde ein bisschen den Tag noch ein bisschen bei Facebook jetzt gucken, was da alles los war, wer halt kommentiert hat. Und Marina war vorhin kurz da. Ganz kurz hat sie kurz gesehen. Sie war hier kurz da, hat ihre, ein bisschen ihre Sachen genommen, ein bisschen in der Tüte liegt sie noch. Ich habe sie angebrüllt und gesagt, was machst du denn? Sie hat sich immer angemeldet. Sie kam einfach mit meinem Schlüssel hier hin, nach wochenlang verschwunden, war so einfach hier aufgetaucht. Ich habe sie angebrüllt, was soll diese Scheiße? Ich habe gesagt, pack deine Sachen und verschwinde, ich möchte Trennung. Ich habe die Schnauze voll. Ja, und sie, ja, ich soll nicht alles wegschmeißen. Aber, was ist denn das für eine Art? Sie sagten immer noch nicht keine Antwort mit der Wohnung. Bitte nur am 1.8. weitergeht. Ich hatte ja gedacht, vielleicht ziehen wir da zusammen nach Brandenburg. Aber ich kriege ja keine Informationen, ob sie da nur eine Wohnung hat oder nicht. Also muss ich weiter in meinen 13 Quadratmeter scheiß Loch hier wohnen. Hier. 13 Quadratmeter. Ich will jetzt nicht alles filmen, das ist ein bisschen unordentlich. Aber ich hab nur, ich will ja eigentlich heraus. Ich will ja auch eine schöne Wohnung. Aber ich kriege ja keine Informationen von Marina. Deswegen bin ich halt sehr sauer. Gut, also, danke fürs Einschalten für mein Tagebuch hier. Danke nochmal, wie gesagt, an alle, die für Freiheit, Gerechtigkeit und für ja, ein normales, friedliches, schönes Leben demonstriert haben. Und das war auch eine schlimme passiert ist auf der Demonstration. Ja, wie viele Menschen das nun wirklich waren, kann man noch nicht zählen. Entweder waren es jetzt 100.000 oder 1 Million, das ist doch scheißegal. Etwa voll. Viel mehr Menschen passen da nicht hin in Berlin. Wir sind nur 4 Millionen hier Einwohner.
Also ist doch scheißegal. Man sieht einfach, dass die Mehrheit der Menschen die Schnauze voll hat. Und das reicht doch. Ja, hier ist Demokratie. Deswegen, danke an alle. Schönen Samstagabend euch. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.